Kompakte SUVs sind in. Die Autos mit verbesserten Geländeeigenschaften sind eine Spezialität asiatischer Anbieter. Drei Hersteller lassen ihre Interpretationen des Themas kompakte SUV antreten. Kia den Sportage, Toyota den RAV4 und Suzuki den Grand Vitara. Knapp 4,5 Meter lang gehen die drei fünftürigen SUV ohne Abstriche als stadtkompatible Vertreter der Kompaktklasse durch. Kia aus Korea ist von der Qualität ihres Sportage so überzeugt, dass der Hersteller 7 Jahre Garantie für den jüngsten Vertreter in der Klasse spendiert. Zwei Motoren und drei Ausstattungspakete runden das Angebot für den Sportage ab. Die 136 PS des 1,6 Liter Diesel liefern eine harmonische Antriebseinheit. Wer seinen Sportage nicht über Stock und Stein scheuchen möchte, kann auf den Allradantrieb verzichten und den SUV als Fronttriebler bestellen. Seit dem SJ aus den 70ern gilt Suzuki als Kultmarke für kleine SUV. Der aktuelle Grand Vitara debütierte 2005. 129 PS leistet der einzige Diesel im Motorenprogramm, 169 der Benziner. Suzuki bietet zwei Ausstattungspakete und als einziger der drei Anbieter eine zweite Karosserievariante, einen 4 Meter langen Dreitürer. Der Grand Vitara ist der einzig echte Geländewagen seiner Klasse. Der permanente Allradantrieb verfügt über ein Reduktionsgetriebe und eine Differentialsperre zwischen den Achsen. Die Geländeeigenschaften sind vorzüglich. Toyota machte den kompakten SUV 1994 salonfähig. 2009 modellgepflegt, bietet die aktuelle dritte Generation des RAV4 zwei Diesel, ein Benziner, wahlweise Allrad- oder Frontantrieb und drei Ausstattungspakete. Der Trendsetter von Japans größtem Autobauer bewegt sich auf der Straße souverän und komfortabel und überwindet mit Allradantrieb im Gelände auch anspruchsvollere Hindernisse als einen unbefestigten Feldweg. Formale Unverwechselbarkeit zeichnet jeden der drei SUV aus Fernost aus. Große Heckklappen bilden den Abschluss. Kia legt beim Sportage den Schwerpunkt auf ein ausdrucksstarkes Design. Die in Deutschland entwickelte Linie setzt auf ein flaches Dach, das dem SUV das eher martialische nimmt. Formal setzt sich der Sportage deutlich vom Rest des Segments ab. Mit seinem variablen Innenraum und dem sparsamen Antriebskonzept qualifiziert sich der koreanische Vertreter des Trios als kompetentes Familienauto. Suzuki setzt beim Vitara auf den zeitlosen Auftritt. Mit seiner klaren Form profitiert der Japaner nicht zuletzt bei der Übersichtlichkeit. Sein uneingeschränkt Offroad-tauglicher Antrieb verleiht dem Grand Vitara große Bodenfreiheit. Zum klassischen Auftritt gehört natürlich auch das separate Ersatzrad außen an der Hecktüre. Der Innenraum ist klar, übersichtlich und hochwertig verarbeitet angerichtet. Der aktuelle RAV4 tritt erwachsener als seine Vorgänger auf. Auch der Toyota verschreibt sich den Tugenden eines vollwertigen, familientauglichen Transportmittels. Dafür bietet er die stärkeren Dieselmotoren, die die Fahrdynamik auf der Straße unterstreichen. Der variable Innenraum bietet zudem das größte Volumen beim Gepäckraum.
Der RAV-Innenraum fällt solide aus. Bedienelemente am Lenkrad erleichtern das Leben. Mit Allradantrieb ausgestattet, erweitert sich das Einsatzgebiet der kompakten SUV spürbar. Die Fähigkeit, hohe, unbefestigte Steigungen oder schwierigen Untergrund zu meistern, qualifiziert sie als universelle Begleiter für Freizeitaktivität ebenso wie für den beruflichen Einsatz in Feld, Wald und Forst. Im begrenzten Lebensraum des Stadtverkehrs beweisen die kompakten SUV, dass sie dort keine Fremdkörper sind. Die hohe Sitzposition, die gute Übersichtlichkeit erweisen sich sogar als zusätzliches Plus.